müssen wir uns als allererstes mal drüber unterhalten, was ist denn überhaupt Ertrag und wie viel bleibt denn überhaupt bei Ihnen? Und dann sind wir bei dem Thema hier. Die Marktwahlung, muss ich Ihnen erklären, kennen sich alle bestens aus mit, ist im Übrigen ein Novum handelsrechtlich in Deutschland. Denn wenn ich als Immobilienmakler dieses wunderschöne Gebäude hier vermiete, ja, und der Herr Bayer überlegt sich das dann nach einem halben Jahr mit seiner Fels und geht in ein anderes Gebäude, dann kann der Eigentümer schon mal bei mir anklopfen und fragen, Herr Hildebrand, wir haben jetzt da einen Mietstorno, was kriege ich denn da jetzt zurück? Ja, sage ich, sorry, gar nichts, die haben jetzt gemacht gewesen. Ja. Wenn ich eine Wohnung verkaufe, gibt es auch keinen Storno oder ein Haus, ja, wenn der Kunde sich dann ein Jahr später scheiden lässt und sagt, jetzt brauche ich die Hütte nicht mehr, wir haben das Zeug gerade auf dem Markt, gibt es auch nichts zurück. Das gibt es nirgends, das gibt es nur in der Versicherungswirtschaft, weil dort ist es den Versicherern gelungen, ihre Vertriebsrisiken auf sie auszulagern. Ist leider so. Gut, und jetzt gucken wir uns mal an, was macht denn dieses Thema bei Ihnen betriebswirtschaftlich aus? Ich kenne nur ganz wenige, die das wirklich schon mal nachgerechnet haben und erkennen, ui, die Kontage, das ist ja sowas Unzuverlässiges, das gibt es ja überhaupt nicht. Wer hat denn wirklich noch nie einen Storno gehabt, obwohl er länger als ein Jahr in der Branche ist? War völlig klar, da meldet sich niemand. Wer glaubt denn, dass er eine Storno-Quote hat, die geringer 5% ist? Okay? Wer glaubt denn, dass er eine Storno-Quote hat, die geringer 3% ist? Okay? Genau nachrechnen, schauen Sie sich es genau an. Alle Maklerunternehmen, die ich bis jetzt besucht habe, die zu mir gesagt haben, also wir, fast null gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Waren höchst erstaunt, wenn Sie sich dann tatsächlich hergenommen haben, die Abrechnung der letzten 3 Jahre, und mal geguckt haben, was ist wirklich passiert. Dann liegen wir fast immer irgendwo zwischen 3 und 5%. Aber Achtung, jeder rechnet bitte mit seinem Stornosatz, weil da gibt es Riesenunterschiede. Es rennen ja da draußen auch welche rum, die 25% Erstjahresstorno haben. Ja? Das sind die ganz wilden. Aber irgendwo zwischen 3 und 5% haben wir fast immer, weil es lassen sich Kunden von uns scheiden. Dann knallt es. Wenn schon mal gleich die Verträge auseinandergeschnittet. Ja? Es gibt auch Todesfälle, wo dann die Frau sagt, ich kann meine private Altersversorgung nicht mehr weiter bezahlen, mein Mann ist weg, ich habe keine Kohle. Es gibt die Insolvenzen, es gibt die Arbeitnehmer, die den Betrieb wechseln und dann wird die BAV leider nicht übertragen und die Portierung wird auch nicht gemacht. Das Ding wird einfach verreckt gemacht, obwohl der das sogar privat weiterzahlen könnte. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, also ich glaube, im März kaufe ich mir doch das Cabrio. Und ich habe schon mal geguckt, der Rückkaufswert, das ist genau die Anzahlung. Das Ding hole ich mir. Ja? Konsum. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganz fleißigen von den 3- und 4-Buchstaben-Betrieben, Vertrieben, die ihren Kunden dann erzählen, ah, Golden Future, das ist es jetzt, das musst du jetzt machen, ganz toll. Ja? Und dann machen die das halt platt. Also sie können sich fast nicht dagegen wehren. Der Jensen vom VDVM bringt immer ein schönes Beispiel, wenn er sagt, also zum Thema Falschberatung, da heißt es ja immer, im Storno-Falle hat der Makler falsch beraten. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Ich kenne da einen Makler aus Köln zum Beispiel, da hat es mal einen Handyhersteller gegeben und nachdem der weggegangen ist, sind reihenweise die betriebliche Altersversorgung mit Storno gegangen. Was hat denn der Makler falsch gemacht? Klar, ja, das können Sie nicht immer beeinflussen. Und da sind wir jetzt in unserem Thema heute BAV. Chancenlos. Wir gucken uns jetzt mal an, jemand hat eine Direktversicherung gemacht, ich nehme immer ganz gerne einfache Beispiele, weil das geht vielfach, und hat sich eine Freelance geholt und hat hier eben einen Vertrag mit 1800 Euro Namensprämie, Laufzeit 37 Jahre, 66.600 Euro, Kontage 4%, 2664 Euro ist die Kontage. Jetzt muss man sagen, bei der Standard Life gibt es sehr moderate Regelungen. In manchen Fällen
Stornohaftung schon ganz ausgesetzt, hochinteressant. Dann setzen sie die Stornohaftung aus bei besonderen Fällen, gibt es auch bei denen, man muss mit denen reden. Aber grundsätzlich, wenn für den deutschen Versicherungsmarkt, wenn so ein Vertrag kaputt geht, dann sind N60 zurückzubezahlen. Na, gucken wir mal, wie viel sind ihnen das noch. Und in der alten Welt hatten sie selten länger als 3 Jahre Stornohaftung. Mehr war da nicht. Das war, finde ich, noch erträglich. Ja? So nach 3 Jahren, abgesehen von bestimmten Sonderkonstellationen, war ich durch. Und dann hat es natürlich geheißen, wenn am 31.12. des 2. Jahres so ein Vertrag kaputt gegangen ist, dann habe ich von meinen 2664 halt noch 888 zurückbezahlt. Machen wir uns nicht verrückt, machen wir einfach weitermachen. Am 31.12. des 3. Jahres war ich schon draußen. Klasse. Und dann ist 2008 das neue VVG gekommen und die Versicherungsvermittlungsrichtlinie. Und dann haben die Versicherer zu vielen Maklern gesagt, ja, also durch das neue VVG sind wir jetzt verpflichtet, 5 Jahre Stornohaftung. Ich habe da mal ganz intensiv nachgelesen in dem VVG, ich habe nichts gefunden. Also leider ist nichts geregelt im VVG. Im Versicherungsaufsichtsgesetz ist geregelt, wie lange die Versicherer ihre Kosten zu verteilen haben. Und da ist auch geregelt, wie viel die Versicherer dem Kunden zurückzubezahlen haben, ja, und was denn als Stornoabzug statthaft ist und was nicht. Ja, und dass die ungefähr die Hälfte der Kohle einfach zurückzahlen müssen, ob sie das wollen oder nicht. Aber von der Stornohaftung steht halt nirgendwo was. Aber in ihren Verträgen, da steht was. Ja, das muss man dann einfach da reinschreiben, dann gilt es auch. Ja. Nur die Information, die man ihnen gegeben hat, ist eine ganz andere gewesen. Und sowas finde ich unfair. Ich finde es einfach unfair. Ja, wie sich das entwickelt hat, das wissen Sie selbst. Mittlerweile haben wir eine Stornohaftung von 5 Jahren und das bedeutet nicht nur, ja, dass Sie eben im 4. oder im 5. Jahr auch was zurückzahlen müssen, wenn der Vertrag in Storno geht, sondern es bedeutet auch, dass natürlich die Stornolast vorher viel höher ist. Ja. Wenn der Vertrag am 31.12. des 2. Jahres platt geht, zahlen Sie 1598 zurück, vorher hatten wir 888. Aua! Ja. Im 3. Jahr, wenn er platt geht, sind es 1000 und so weiter. Rechnen können Sie selbst, aber das ist doch klar, das ist ein Weg nach unten. Der, na, ich sage den Namen dann nicht, aber der Finanzvorstand eines bayerischen Versicherers, der sehr stark auf Makler spezialisiert ist, hat 2008 beim Euroforum seinen Kollegen schon vorgerechnet, ja, wie sich die Welt ändert. Und auf meine Frage, ja, das ist ja jetzt irgendwie blöd, wie kann denn der Makler gegensteuern, mit wie viel höheren Abtrieb muss er denn durch diese Veränderung jetzt rechnen? Und da hat er gesagt, naja, also aus kaufmännischer Sicht müsste der Makler seine Kotage um 20-30% erhöhen. Und zwar hier, ne? Damit er nach 5 Jahren über die gleichen Einnahmen verfügt wie nach der alten Steuer. Und dann wissen wir, gut, wenn ich jetzt 40 Promille kriege vom Versicherer, dann muss ich 48 fordern, naja, damit ich auf der sicheren Seite bin, nehme ich 30%, 52. Und die Kollegen, die eh schon 50 Promille kriegen, die müssen halt dann zum Versicherer gehen. Und zwar, ich hätte jetzt gerne, also 60, 65 müssen es schon sein. Aussichtslos, wissen wir alle, funktioniert null. Können sie nicht. Sie können in dem momentanen Kotagemodell mal gar nichts tun, sie können mehr rennen, klar. Aber so wie ein Unternehmer, der sagt, ich bin nicht mehr in der Lage, dieses Produkt für den Preis herzustellen, ich habe aber ein paar tolle strategische Ansätze, wie ich aus dem Ding eine Marke mache, dass die Leute einfach bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Geil! Ja. Solche Instrumente haben sie leider nicht. In der Kotagewelt, im Honorarbereich, da könnte das funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass betriebswirtschaftliche Not da ist, um sich mit Honorarmodellen zu beschäftigen. Denn wenn ich ein Honorarmodell habe und ich kriege 2664 Euro, ich nehme jetzt mal den ganz seltenen Fall, Cash, der Kunde legt mir das Cash auf den Tisch, darf ich mir keine Gedanken machen. Was die meisten gar nicht sehen, ist, wenn sie 40 Promille bekommen und die 43 oder 45 kriegen oder sonst was, rechnen es halt selber nach. Ja? Und 10% Stornoreserve beim Versicherer lassen,
Manche müssen ja noch 20% Stahlreserve bilden. Und die einen Abrieb von 5% haben, dann rechnen Sie es einfach aus. Von 2.664 Euro bleiben 2.397, die werden ausgezahlt. Und dann rechnen Sie es einfach fünfmal nacheinander, minus 5% und so weiter. Und dann sind es eigentlich 1.855, die Sie ex post, wenn Sie Ihre Einnahmen betrachten, noch haben. Und Sie arbeiten in diesem Fall tatsächlich für 27,9 Promille. Und wenn heute ein Versicherer zu Ihnen kommt und Ihnen sagt, kriegst 27,9 Promille, sagen Sie, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir überhaupt weiterreden. Ja, weil dafür arbeiten nur ganz wenige. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, im BAV-Bereich gibt es andere Spielregeln, da werden rabattierte Verträge eingesetzt, Gruppenverträge, da arbeitet man mit niedrigeren Margen. Das sind die Tickets größer, die Losgrößen, das ist klar, das weiß ich auch. Aber das hilft mir doch nichts. Ja, wenn ihr 20 Promille eingehende habt, ja, super, dann haben wir da hinten 1,4% oder 14 Promille, die noch übrig bleiben. Verhältnismäßigkeit bleibt immer die gleiche. Und ich kann nichts dagegen tun. Im Honorarbereich kann ich was dagegen tun. Wir unterhalten uns dann auch über das Modell, wo der Kunde nicht die 2.600 Euro Cash auf den Tisch legt, sondern wo es ratierlich bezahlt und wo Sie ratierlich noch höhere Einnahmen haben, damit unter einer barjährlichen Betrachtung 2.664 Euro übrig bleiben. Wir rechnen betriebswirtschaftlich. Ja? Also das ist ein Problem, das haben nur ganz wenige bisher wirklich erkannt und deswegen sage ich, viele wissen noch gar nicht, wie viel weniger die Einnahmen in der Zukunft werden. Weil 2011 war das erste Jahr, wo das hier gegriffen hat. Ne? 8, 9, 9, 10, 10, 11, bam. Und es dauert noch eine Zeit lang, bis die merken, ich habe insgesamt viel weniger Umsatz. Das haut alles nicht hin.